Ja, hallo, guten Morgen. Wir fahren heute nach Senaru. Also wir brauchen circa 2 Stunden von dem Hotel Oberoi hier Richtung Norden. Ne? Dann werden wir dann eine Wanderung machen durch den Regenwald. Ja. So. Ich hole jetzt die Gäste dort in der Lobby. Ja. Die warten schon auf mich. Es ist gerade 8 Uhr bei uns hier. Machen wir die Fahrt nach Norden. Wir sind in der Lobby von Oberoi. So, ja, ist das Hotel voll oder nein? Nein, nein, nicht voll. Wir sind fast alleine. Ja, gut, ja, dann habt ihr dann das Hotel für euch alleine, ja, ne? So ungefähr, ja. Pool, ja, ja, auch alleine, ne? Allein, ja, Pool sind wir fast nur alleine. Ja. Ja. Wir sind doch die Einzigen, die so lange bleiben. Wir sind 2 Wochen hier. Oh, ja. Gut, ja, schön. Ja, also kann man auch schon schön ausruhen, ja. Besonders ist es ein bisschen weit weg von der Stadt jetzt, ja, ne? Ja. Wir haben einen Roller. Ah, okay. Und wir fahren jeden Tag und gehen auch auswärts essen. Also wir wollen gern auch so außerhalb die lokale, ja, also das lokale Essen, die Menschen. Wir waren schon im Barungsessen und so. Also war sehr nett bisher. Ja, es geht dann einfach mal zur Hauptstraße und dann links, dann seid ihr dort in der Stadt, ne? Ja, genau. Also, aber wir fahren meistens nach Richtung Sengigi. Okay. Ja, wir waren schon mehrfach in Sengigi zum Essen auch. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Ich mache eine Aufnahme für die Fahrt. Ja. Ja. Einfach mal die Straße aufnehmen. Ja. Ist es okay? Ja, ja, ist es okay. Also, ja. Damit mache ich auch schon ein bisschen Werbung, ja, ja, im Internet. Ja. Bisschen. Ja. So. Sind viele Deutsche hier in Lombok? Normalerweise ja. Ja. Also ich bin eigentlich schon spezialisiert für Deutsche nur. Ja, ja, okay. Also das mache ich schon seit Jahren jetzt. Ja. Ich habe ja 1991 angefangen mit der Arbeit, ja. Okay. Ja, schon lange Zeit, ja. Habt ihr früher auf Java angefangen, ja. Und dann auf Bali nochmal bis 2012, ja. Okay. Und dann bis 2017, dann ab 2017 bin ich dann einfach mal selbstständig hier geworden. Also ich mache einfach mal so, weil die Leute oft dann mich direkt gefragt haben, okay, aber Ivan, machst du dann auch für uns alleine? Ja. Und dann, ja, okay, dann habe ich dann überlegt ein bisschen. Und dann, okay, dann habe ich dann meine Webseite erstellt. Ja. Okay. Das erleichtert es ziemlich, ne? Ja. Webseite. Genau, ja, und einfach mal so. Und dann ab und zu mal so eine kleine Werbung, ja, mit, über YouTube und so. Ja. Ja, wenn ihr nicht wollt, dann kann ich die Gesichter später ausblenden. Nee, ist kein Problem. Okay. Alles gut. Ja. Okay. Ja, manchmal in Deutschland ist halt auch schon ziemlich, wie sagt man, ist schon diszipliniert. Ja. Ich sage immer wegen Datenschutz und so weiter. Ja, ja. Ne? Also, manchmal übertrieben, aber gut. Also, es wird immer weiter verschärft, ja, irgendwie, ja, die Regel, ne? Okay.
Ja. Auf der anderen Seite sind die Leute überall in den Social Medias mit Facebook und so weiter, aber und posten was weiß ich alles. Okay. Und wollen dann aber nicht, dass man irgendwo irgendwelche Gesichter zeigt, wo ich dann denke, widerspricht sich auch wieder, ne? Ah ja. Also, ja. Ja, sehr schön, ja. Ja, ist zurzeit Lombok ziemlich ruhig, ja? Ja. Also ist bei den, wie bei den anderen, aber Bali ist natürlich viel los. Ja? Okay. Besonders Bali eigentlich so ein Zentrum, ja? Also ist zentral Tourismus. Ja? So, ja. Das heißt, es fängt alles von dort an. Ja? Es gibt ja viele internationale Flüge von der Seite da und dann von dort aus fliegt man auch schon woanders hin, wie zum Beispiel nach Java hin, ja? Oder nach Flores zum Beispiel, ja, ja, oder nach Sumbawa hin, ja, oder vielleicht auch nach Borneo, ja, und dann Bali ist auch schon durch diese Pandemie auch schon sehr erlitten, ja, ich meine, weil, ja, 90% würde ich sagen, schon vom Tourismus leben, ja, und das ist natürlich sehr schwer, ja, also 2 Jahre ohne Arbeit, nichts verdient, ja, und natürlich ist es schon ein schweres Leben für die Leute. Ja, ne? Ja, und ja, dann, wir sind schon sehr glücklich, dass die Leute, für mich besonders, dass die Deutschen wieder einreisen dürfen, ja. 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 Bei uns hier. Besonders, ich fühle mich, als ob ich dann, also wie sagt man, wie halb Deutsch, ja, irgendwie. Seit vielen Jahren spreche ich Deutsch jetzt, ja, und muss sagen, jedes Mal träume ich auf Deutsch. Okay. Das ist natürlich, ja, also, das ist gut, ja, also ich fand jedes Mal bei einer großen Meisterschaft bin ich mir für Deutschland da. WM zum Beispiel, Weltmeisterschaft, ja, für Deutschland da. Und bei allen, also, ich meine, ich fühle mich irgendwie mal so wie halb Deutsch. Okay. Irgendwie. Warst du in Deutschland schon, oder? Nein, ja. Also Deutschland ist mir schon ein Traumland. Okay, ja. Okay. Also ich habe mich ja auch schon versucht, irgendwie mal so die Familie mitzunehmen nach Deutschland. Ja. Ja. Aber ja, ich eigentlich geplant war 2019 eigentlich, ah, okay, ja, als der Pandemie irgendwie mal ausgebrochen war. Ja. Und dann, ja, ich habe auch schon ein bisschen was. Ich meine, finanziell, also ein bisschen Geld gesammelt, ja, 2 Jahre oder 3 Jahre, ne, und dann, ja, ja, aber leider konnte ich nicht das schaffen, weil, also können alle nicht auch schaffen, was geplant war, ja, ja, also ich zum Beispiel, ja, und das war natürlich schade eigentlich, ja, ja. Dann, ja, während der Zeit ohne Arbeit, dann haben wir fürs Leben einfach mal das Geld wieder ausgegeben, ja, ja, ja. So was, ne? Ja. Aber vielleicht in die Zukunft, ja, also wenn ich dann finanziell in der Lage bin, ja, würde ich dann auch schon gerne Deutschland einmal im Leben vielleicht besuchen. Ja. Und weil mir Deutschland einfach mal schon was Besonderes, also ich spreche Deutsch und ich lebe auch schon von der deutschen Sprache seit 1991, meine ich. Ja, okay. Und das war halt was Besonderes, ja, für mich. Ja, von der Verbundenheit. Ja, auch, genau. Ne? Ja. Ich gucke auch schon jede Zeit deutsche Sendungen. Also dank YouTube zurzeit kann man ja auch live, ja, zuschauen. Ja? Ja. Oder auch schon die Aufzeichnung einfach mal, kann man schon immer verfolgen. Ja? Also was es in Deutschland gibt. Ja, ja. Und ja, es freut mich immer jedes Mal, wenn ich neue SMS bekomme, als von Leuten, wieder neue Deutschen da. Ja. Und, also 2 Jahre überhaupt kein, ja, Deutsch gesprochen, war ich fast krank. Ja. 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 Aber viele Leute, also Kollegen, da sind auch schon Kollegen bei uns, die auch Deutsch, Reiseleiter, deutschsprachige Reiseleiter sind, ja. Und die haben Probleme irgendwie, meine ich, weil die überhaupt 2 Jahre kein Deutsch gesprochen haben, ja, oder sage ich mal, verlernt man wieder, ne? Ja, genau, ja, ist ein bisschen schwierig, ja, gerade alles dann wieder neu anzufangen, ja, weil überhaupt kein Deutsch gesprochen. Aber ich, ja, ich habe so einen Trick, irgendwie mal jede Zeit dann deutsche Sendung zu schauen, ja, ja, das lohnt sich dann dabei, so, ja, ja, genau.
So, wir haben heute das Programm, also ziemlich aktives Programm. Ja? Also es geht ja Richtung Norden jetzt hier zu den bekannten Wasserfällen. Ja? Also die nennen sich dann Wasserfall St. Anguilla und Duke Alep. Ja? Aber davor gibt es eine Wanderung natürlich, was auch interessant ist. Dieser Ausflug, dieser Panorama Walk im Norden wird sehr viel gebucht. Ja. Es ist zwar, ich meine, 4 Stunden zum Beispiel insgesamt, ja, die Wanderung, aber natürlich, das machen wir ja dann zu unserem eigenen Rhythmus. Ja? Es gibt keine anderen Menschen da. Das ist einfach mal Privatausflug hier. Das heißt, es wird nicht so anstrengend. Ja? Okay. Also das machen wir ja alles langsam. Aber die Hälfte wird ja von einem Kollegen gemacht durch die Reisfelder. Mhm. Das heißt ja, weil ich das Auto zu dem anderen Seite bringen muss und dort warte ich dann auf euch. Ja, dann werden wir dann zusammen durch den Regenwald dann wandern. Ja, ja, Norden, dieser Nordteil der Insel, entwickelt sich auch schon ein bisschen jetzt langsam weiter. Ja, besonders früher, bevor Tourismus auch schon wie jetzt ist, ja, dann war ein bisschen unterentwickelt. Ja. Mhm. Keine guten Infrastrukturen. Ein Markt, ja? Ja, vielleicht können wir einen Markt in den nächsten Tagen, ob ihr irgendwie was einplanen. Kennt ihr es ja? Ne? Okay, genau. Sehr schön. Das ist sehr traditionell. Ne? Mhm. Also nochmal, diese Ecke im Norden ist ja schon jetzt schon ausgebaut. Ja? Also ja. Straßen sind ausgebaut und gute Straßen und ja, man kann auch schon gut nach Norden fahren. Also vor 5 Jahren war halt nicht so. Also sage ich mal nicht vor 5 Jahren, vielleicht vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, besonders vor der Pandemie, war ein bisschen schlecht die Straße. Aber hier die Brücke zum Beispiel ist ja neu. Ja? Mhm. Die Straßen sind ja wieder neu asphaltiert. Ja? Und kann man ja besser jetzt fahren. Ja? Nur halt dann die Straßen bei uns ja, sind mit Roller voll. Ja? Mhm. Ja. Roller sind ja sehr verbreitet bei uns hier, dass Einheimischen hier meistens dann Roller leisten können. Ja. Ja. Aber ich habe kein Problem, Roller zu fahren bei uns, ne? Ja, ja. Also, wir auch nicht. Also wir fahren ja auch jetzt hier. Oh ja, sehr schön. Wir haben für 2 Wochen einen Roller gemietet, damit wir einfach unabhängig sind und was machen können, wenn wir Lust haben. Yeah. Und das klappt eigentlich ganz gut. Auch Linksverkehr funktioniert ganz gut. Oh ja, sehr schön. Ja, ja, man kann auch schon alles flexibel so machen. Ja. Besonders der Verkehr bei uns hier ist in Ordnung. Ja. Also ist ja nicht so viel los. Es ist ja keine Stadt hier in der Nähe. Also maximal bis nach St. Gigi hin. Ja. Das ist auch sehr angenehm. Ja. Verkehrmäßig ist in Ordnung. Ja. Das ist ja gut für Touristen. Ja. Es ist ja nicht zu vergleichen, aber mit Bali zum Beispiel, ja? Das ist oft dann so ziemlich chaotisch dort. Ja. Wir waren 2006 in Bali. Ach, 2006, ja? Ja. Okay. Da haben wir vieles gesehen. Da haben wir gesagt, da wollen wir keinen Roller fahren. Aber jetzt noch, ja? Ja, aber hier haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, okay, hier trauen wir uns das zu, aber Bali war uns dann doch zu, zu chaotisch. Ja. Ja, weil man meistens da in Bali, in Ballungszentrum wohnt, ja? Ja, oder genau. Sage ich mal jetzt ja in Nusa Dua, ja? Oder in Denpasar, ja? Oder Sanus, alles voll, ja? Also die sind die Ballungszentren, ja? Ja. Wie zum Beispiel Ubud sowieso, also Ubud vor, als ich dort war, das war 1995 war ich am allerersten dort auf Bali beschäftigt, ja, war wie ein Dorf dann alles, ja, hat sich so sehr schnell entwickelt, ja, und ist schon immer beschäftigter geworden. Ubud ist dann jetzt, also das kann ich nicht mehr erkennen, ja, also das ist einfach mal so eine große Stadt geworden, ja, also eine beschäftigte Stadt geworden, ja. Ja. Ja, dann auf Lombok ist dann normalerweise auch nicht so ganz viel los, ja. Dann, es ist immer noch angenehm, ja, obwohl man zu, sage ich mal, Touristenzeit oder sage ich mal Sommer, wenn gerade Tourismus
Da ist der, also normalerweise ist die Hauptsaison bei uns jetzt zwischen Mai, Juni, Juli, August, ja, mhm. bis September, Oktober, ja, November ja. gibt es noch runter, ja, okay. es geht runter. Das ist dann die Saison, ja, mhm. das Tourismus sind hier unterwegs, ja, und ja, dann ist immer noch angenehm im ja. Vergleich ja, zu Bali zum Beispiel, ja. Das heißt, ja, wenn man hier nach Lombok kommt, ja, dann macht man auch schon was Besonderes. Ja. Also ich meine, nicht diese, in diese populäre Bali nur, ja, also dass jeder Bali kennt, ja, aber Lombok nicht. Vielleicht am Flughafen in Deutschland fragt jemand, wohin? Nach Lombok weiß keiner. Ja, genau. Ja, ganz viele unserer Freunde, wo ist Lombok?